Im Tiefland von Nepal ist Grundwasser die wichtigste Trinkwasserquelle. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass das Wasser aus den Trinkwasserbrunnen viel zu viel Arsen enthält. Helvetas zeigt der Bevölkerung im Tiefland, wie sie Biosandfilter installieren und so das Trinkwasser entgiften kann. Wir sind so froh, diese Filter zu haben, meint Savitri Sapkota. Zuerst glaubten wir nicht an die Wirkung dieser Filter. Erst als wir die Dreckablagerungen im Filter sahen, waren wir von dieser Technik überzeugt. Früher tranken wir mit Arsen vergiftetes Wasser. Dieses verschmutzte Wasser hat viele Krankheiten ausgelöst. Heute haben wir sauberes Trinkwasser, dank der Filter. Wir dürfen nie mehr vergiftetes Wasser trinken. Die Menschen in dieser Gegend sind arm. Die Arsenvergiftung macht ihnen sehr zu schaffen. Helvetas untersucht die Wasserqualität und den Arsenanteil im Trinkwasser vor Ort. Damit testen wir den Arsengehalt. Er beträgt 50 Teilchen pro Milliarde. Bis zu 50 ist das Wasser trinkbar. Liegt der Anteil höher, darf es nicht mehr getrunken werden. Die Wasserprobe aus Doisia Bekas Brunnen enthielt über 500 Teilchen pro Milliarde. Hätten wir das gewusst, hätten wir es nicht getrunken. Unsere ganze Familie wurde krank, nachdem wir das Wasser von hier getrunken hatten. Wir spürten, dass wir Gift tranken. Die Familien helfen mit beim Bau und Unterhalt ihres Filters. Das heißt, Sand sieben und waschen, den Beton mischen, den Filter gießen und den installierten Filter unterhalten. Ich bin glücklich, dass wir bald einen Filter haben. Die Mitarbeiter von Helvetas unterstützen die lokale Bevölkerung bei der Konstruktion der Filter. Die Filter bestehen aus einer Betonform. Diese Form wird schichtweise mit Sand, Kies und Nägeln gefüllt. Das Wasser durchläuft die Stufen und kann anschließend bedenkenlos getrunken werden. Denn die Eisennägel binden das Arsen und entziehen so dem Wasser das Gift. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die intelligentesten. Der Arsengehalt im Wasser nimmt nun ab. Ich bin zuversichtlich.